Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES-TV. Die Mission Deutschland-Ticket beginnt heute. Ich werde heute versuchen, innerhalb von 24 Stunden nach Berlin zu kommen und danach wieder zurückzukommen. Ich fahre nicht alleine nach Berlin. Theo ist heute neben mir. So, auf geht's. Wir machen uns jetzt auf den Weg und als erstes geht es Richtung Uelzen. Der Zug steht schon bereit. Weil jetzt eine Fahrt, die eine Stunde dauert. So, Theo, was hast du denn dabei heute? Was hast du jetzt damit vor? Berlin verschönern. Gleich umkreuzen. Wir sind jetzt in Uelzen angekommen und wir machen jetzt auf den Weg zum nächsten Zug Richtung Stendal. Also richtig interessant eingerichtet hier. Sieht aus wie auf einer Burg. Anscheinend waren hier viele Hamburger und Hannoveraner Fans, die hier an den Stickers. Also noch haben wir 3 Stunden. Mal gucken, wie es wird, wenn wir erst in Berlin ankommen. Die Sonne scheint 96 und Liebe Rot steht dir sehr viel besser als gelb noch Blau, gelb Tipp er ab und verlegt los Grilles von der Erde steht das Glück verlegt Grilles los. So, wir müssen hier irgendwo aufsteigen. Irgendwo aufsteigen. Man weiß es nicht. Ich gehöre nicht dazu. Seht, also Hamburger sind auch dabei hier auf dem Weg nach Berlin. Hamburg! So, den nächsten Zug schaffen wir auch. Der fährt in Richtung Rathenow. Junge, vielen Dank. Laufeinheit. Wir sind jetzt hier in Rathenow ausgestiegen und jetzt geht's weiter nach Berlin. Wir sind jetzt im letzten Zug drin, ca. 14 Uhr sind wir dann in Berlin. Ja, dann haben wir noch ein paar Stunden Zeit, gehen wir ein bisschen rum und dann heißt es, auf geht's zum Olympiastadion. So, bevor ich es vergesse, ich lese hier nochmal die Grüße vor. Diesmal sind es sehr viele. Grüße gehen raus an Lukas, Moritz, Ilias, Jasper, Raphael, Mbappé, MTU, Fabian, Maurice, Gotti, Hubert, Niklas, Doukan, Marcel, Frederik, Joshua, Marvin, Leo und zum Schluss Leon. Viele Grüße. Ich grüße Jasmin und ich grüße David. Ey, wann haben wir den Buch gemacht? Tippe ab und verlegt!
auch schon die Büros. In unserem Leben 96 alte Liebe. Rotschild ist sehr viel besser als Gepno. Blau, Gelb! Gemeinsam in dem großen Fußball Rotschild 96 alte Liebe. So, wir sind jetzt in Berlin Hauptbahnhof angekommen und wir machen uns jetzt auf den Weg, ein bisschen die Stadt zu erkunden. Da braucht jemand noch Bier. Bier! Nicht wo sind die Pyros, sondern wo ist das Bier? Und wir sind in Berlin. Wir laufen jetzt gerade einer anderen Gruppe hinterher. Keine Ahnung, wo wir am Ende ankommen werden, aber wir gehen mal weiter. Mal schauen, wo wir am Ende landen. Ist schon geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Ole, 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 ole. 96, 96, 96, ole, ole. Hannover, hurra, hurra, Hannover, hurra. Brandenburger Tor. Einfach unglaublich. Hannover ist in Berlin. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Olympiastadion. Hier erleben wir Proteste Aserbaidschaner. Digga, aber wer bedarf das? Jetzt gehen wir von Brandenburger Tor runter. Suchen jetzt die S1 Richtung Stadion. Hier auch alles vollgeklebt. Und die Bahn möchte einfach nicht kommen. Einfach rein, weiter. So, jetzt gehen wir zur S3 Richtung Olympiastadion. So, die anderen 96 Fans mussten über die andere Seite raus und ich muss jetzt zum Heimbereich. Endlich angekommen beim Olympiastadion. Das zweite Mal überhaupt. So, ich bin jetzt reingekommen und jetzt mache ich mich auf die Suche nach meinen Plätzen. Mittlerweile bin ich schon reingegangen. So, das sind meine heutigen Plätze. Später wird noch mein Nachbar hier sitzen und sein Kollege. Und ja, dieser Platz wird dann leer bleiben. Schaut euch mal diese Aussicht an. Also mega, das Stadion gefällt mir mega. Ich bin heute das zweite Mal hier. Ich hoffe, dass Hannover heute Punkte mitnehmen wird, damit sich diese lange Reise nach Berlin lohnen wird. In diesem Bereich dort sitzen die Hertha Ultras. Also da ist die Ostkurve. Und in diesem Bereich werden die 96-Fans sein. An dieser Stelle noch eine wichtige Information. Die Ultras von Berlin haben zu einer Spendeaktion aufgerufen. Einmal hier für diesen Berliner Schwimmverein und einmal hier für diesen Verein aus Hannover. Alle Spenden werden dann 50-50 geteilt.
Ich habe natürlich vor dem Eingang auch etwas gespendet. Auf jeden Fall eine super Aktion und die Hannoveraner haben diese Aktion auch geteilt. Ist auf jeden Fall was sehr Tolles, wenn zwei Fangruppierungen zu solchen Aktionen aufrufen. Wen haben wir denn da? WSV-Fan 1 ist da. Völlig unerwartet. Ja. Und er wird einfach... Einfach da. Einfach dort geht er seinen Vlog. Ja, geil. Ja, zufällig gibt's. Schön, dich zu sehen. So, ich habe mir jetzt eine Cola geholt und eine Bratwurst. Ganz wichtig, die ist vegan. Nichts Falsches denken. Guten Appetit. Bratwurst-Test in Berlin. Lecker. Ich muss schon mal sagen, die Musik phänomenal, was hier abgespielt wird. Mein Nachbar ist jetzt auch da, Nerko. Ich hab nichts gesehen. Unser Kollege. Jetzt kann das Spiel beginnen. Wir sehen uns später. Ciao, ciao. Was geht hier ab? Hier kommt unser Team!
geht's. Auf geht's. Los. Super, weiter so. 96 mit einer sehr guten Anfangsphase. Jetzt gibt es erstmal Eckball. Und jetzt kommt Herder nochmal. Sonntagsschuss am Freitag. Ah, Mann. Weitermachen. Sehr schön. Weiter. Nach unten. Oh, weiter. 96 hier mit einem Mega-Start. Versuchen sie hier nicht nachzulassen und halten dagegen. Was war das? Das war solche Schüsse. Einfach aufs Tor schießen. Einfach nicht, schießen. Nicht lange fummeln. Einfach schießen. Zum Tor, aber es fehlt noch. Weiter, weiter, weiter. Schuss. Nein, Mann. Gut geschossen, aber auch sehr gut gehalten, muss man sagen. Weiter, komm! Schieß sie rein! Mann! 96 kommt immer wieder gut nach vorne, aber es will einfach nicht klappen. Leute, nicht nach hinten. Mann! Weiter, weiter jetzt!
Aber was ist das denn? Los, Mann! Schieß! Ja, Freund! Dritte, vierte, richtig gute Chance für 96. Er steht hier weiterhin in der 41. Minute 1:0 für Hertha BSC. Komm, 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 komm! Mann, Leute, was macht ihr da? Wir sind hier in der Halbzeitpause. Hannover ist hier wirklich das bessere Team. Hertha hat seine Chance sehr clever genutzt. Ich habe noch Hoffnung, dass ich dieses Spiel noch drehen kann in der zweiten Halbzeit. Bin gespannt. Mittlerweile in der 70. Spielminute und die Uhr tickt gegen 96. Wird. Sehr traurig. Wir sind jetzt
in der letzten Spielminute. Hertha führt hier weiterhin 1-0. Was ist jetzt los? Ich hoffe, das dort zählt. Auf jeden Fall in der letzten, in der Nachspielzeit hier 1-1. Hier ist ein Meister von Unentschieden. Minute Tor für Hannover 96, Torschütze der Spieler mit der 8, Enzo Leopold. Komm weiter, das ist 2-1 jetzt. 2 los! Weiter, mal, los, weiter, weiter. 10 Sekunden habt ihr noch, komm. Los, Leute. Weiter. Komm, Junge, komm. Ich bin schneller. In der letzten Minute findet 96 das 1-1. Das Video ist aber noch nicht zu Ende. Jetzt muss ich irgendwie nach Hannover kommen. Es geht weiter. Mein Nachbar führt mich jetzt in Richtung Flixbus. Schaut euch mal hier diesen Anblick an. Phänomenal. Ich versuche immer noch Richtung Flixbus zu kommen. Jetzt sind wir wenigstens bei der U-Bahn-Station hier. So, mit der U2 fahren wir jetzt Richtung, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich muss zum ZOB. Ich bin jetzt beim Zoologischen Garten. Der Plan hat sich jetzt geändert. Sinan kommt mir zu Hilfe und holt mich hier ab. Der Plan hat sich jetzt geändert. Netschi. Ja, man sieht es leider jetzt nicht vom Licht, aber später beim Essen sehen wir ihn. Und Sinan ist hier, haben mich gerade abgeholt. Wir machen jetzt nur eine kleine Berlin-Spritztour, gehen was essen und dann fahren wir nach Hannover. Berlin. Willkommen in Berlin. So, kurz bevor wir nach Hannover gehen, mit Sinan und Netschi. Essen wir hier Pasta und dann geht's auch wieder weg. Guten Appetit. Und jetzt geht's weiter. Es ist nach Mitternacht,
kurze Pause eingelegt und jetzt kann es wieder weitergehen. Wir werden ankommen. So Gott will. Wir sind eigentlich in Hannover angekommen. Es ist fast 2 Uhr morgens. Ich möchte mich nochmal persönlich bei Sinan bedanken. Er schläft, glaube ich. Und Neji auf jeden Fall, den habe ich auch erst heute kennengelernt. Sehr, sehr gerne. Sehr tolle Jungs. Nächste Woche werden wir uns nochmal mit Sinan sehen. Ja, ihr wisst Bescheid, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne ein Abo dalassen, Kommentar schreiben, egal was, für den Algorithmus. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Niemals allein. Ciao.